Jetzt wird's aber prächtig. Was haben Sie da denn? Also, das ist eine Tea-Urn aus England. Die hat mein Vater in den 70er Jahren beim Antiquitätenhändler im Rheinland gekauft. Wann genau, weiß ich nicht mehr. Ja, und mich würde interessieren, zum einen mal natürlich der Wert, wie immer. Dann, wie genau man den Jahrgang beziffern kann. Und zum anderen auch noch, ja, sagen wir mal, welche Provenienz oder wo die vielleicht verwendet wurde. Benutzen Sie das Ganze denn? Nein, nein. Der Hahn funktioniert auch nicht. Den müsste man vielleicht mal gängig machen, aber da habe ich mich bis jetzt nicht rangetraut. Nee. Ja, das sollte man beim Juwelier machen. Ja, ja, eben. Nicht? Lassen aber wäre natürlich so schick, das zu benutzen. Also, es ist so, dass die Engländer fast so wie die Asiaten eine Teezeremonie hatten, haben sie heute noch. The Cup of Tea, das ist etwas ganz Besonderes. Und im 18. Jahrhundert wird es dann ganz besonders wichtig, diese Cup of Tea ohne Personal zu nehmen. Sie können ja einen Tee geben und dann steht ihnen drei junge Mädchen in Dienstbotenkleidung da mit der Sahne, mit dem Zucker, mit dem Tee und so weiter. Aber die Gesellschaft in der Mitte des 18. Jahrhunderts verändert sich. Sie möchte mehr Intimität haben, mehr allein sein. Es soll nicht alles nach außen dringen. Und so entstehen Geräte, die man eigentlich in der Küche gebraucht hat, für den Salon. Und für den Salon muss es nun etwas Besonderes sein. Und gerade in der Mitte des 18., in der zweiten Hälfte, also anschließend, gibt es Künstler in England, die den Stil fast des ganzen Kontinents bestimmen. Das ist zum Beispiel Adam und Heppelwhite. Und Adam orientiert sich an der Antike. Deshalb ist es eine Urnenform. Es ist wirklich, das ist ein Adam-Entwurf, der hier verwirklicht worden ist. In einer Form, die eben erst eine Plinthe hat, eine gestufte Plinthe auf Kugelfüßen. Dann entstehen so ein Pfeifenornament, ein antikisierender Lorbeerkranz folgt. Dann kommt die glatte Urne, die mit dem gleichen Lorbeerkranz hier wieder geschmückt wird, mit einer großen Rosette. Der Hahn ist von einem Lorbeerkranz umwunden. Der Hahn ist aus Elfenbein, also ganz besonders kostbar auch. Hier oben gibt es den Perlstab, dann kommt wieder ein Pfeifenornament, wieder der Lorbeerkranz, wieder das Pfeifenornament und eine Flamme. Denn dieser Tee hier drin ist ja heiß. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben hier oben, können wir den Deckel abnehmen, da hat man den Tee hineingefüllt. Da fragt man sich aber, wie bleibt der heiß? Gibt es jetzt ein Rochot darunter mit Spiritusbrenner oder sonst etwas? Man sieht gar nichts. Ein Rochot braucht Luft, sonst kann keine Flamme brennen. Ich versuche, das mal auseinanderzunehmen. Da sehe ich übrigens jetzt erst, dass ein wunderbares aristokratisches Wappen hier noch unter der Rosette angebracht ist. Das heißt, dieses Stück kommt aus einem sehr noblen Haushalt, denn es sind verschiedene Ordensbänder auch noch drumherum gelegt. Er trägt also noble Orden. Es ist auch wahnsinnig schwer, es muss irrsinnig teuer gewesen sein. Und wenn wir das jetzt anschauen, so haben wir hier unten eine Vertiefung, eine runde Vertiefung, die ziemlich dunkel ist. Und hier innen drin haben wir nach oben hin viel Luft. Hier drin hat ein eiserner Bolzen gesessen. Und zwar ein genau gearbeiteter Eisenbolzen mit einem Loch drin, dass man mit einer Gabel das Stück anfassen konnte. Das wurde im Kamin fast glühend gemacht, lag also in dem Kamin drin, wurde dann reingesetzt und der heiße, fertige Tee natürlich wurde dann mit dem Stück darauf gesetzt und so blieb es heiß. Das war also die Möglichkeit, das Ganze eben auch warm zu halten. Und da dieses Stück innen ja nie irgendwie verputzt wurde, haben wir wunderbare Punzen. Wir haben hier den laufenden Löwen für London, den Löwenkopf und einen Jahresbuchstabe, der meines Erachtens 1771 ist. Und das würde ganz genau passen, denn
gerade in dieser Zeit ist die Hochzeit des Adam Styles. Mhm. Und dass hier unten eben jetzt der glühende Bolzen war, das zeigt sich hier oben in der Flamme. Mhm. Nicht? Denn das ist ja genau das. Darunter wird es erhitzt und da konnte dann eben, wurde gezeigt, hier ist etwas, was erhitzt wird, was, wo eine Flamme brennt, natürlich nur in diesem Eisenbolzen. Und das Stück wurde dann vom Personal in den Salon getragen und ja. Dann ging das Personal heraus und die Dame des Hauses bediente dann mit eleganter Hand ihre Gäste, indem sie Tassen drunter hielt. Es gehört immer noch ein Tablett dazu, weil das ja nie richtig schließt. Das ist hier nicht mehr vorhanden, aber das spielt keine Rolle. Dieses Stück ist von allerbester Qualität. So etwas Schweres und alles aus Sterling-Silber, das ist ganz besonders schön. Ja. Und jetzt möchten Sie dann zum Schluss vielleicht noch den kleinen, ob man die Hausratversicherung erhöht oder nicht. Also das ist ein außergewöhnliches Stück und solche Stücke werden mit Sicherheit zwischen 5.000, 6.000 Euro angesetzt. Mhm. Es ist eben sehr selten. Ganz viele sind in Sheffield Plate gemacht. Ja. Ja. Also Vollsilber ist und schon nicht mehr so allererster Haushalt. So Vollsilber. Ja. Schauen Sie sich mal englische Gemälde an, ja, wo englische Familien vorne beim Frühstück sitzen oder so. Da steht meistens ein identisches Stück drauf. Okay. Also vielen Dank. Bringen Sie es wieder heile nach Hause. Ja, danke.